Hallo und damit herzlich willkommen zurück bei Let's Play Minecraft Automods 8 in einer neuen Aufnahme bzw. in einer neuen Folge. Schön, dass du wieder dabei bist. Ich bin Herr Kecklich. Falls du neu dabei sein solltest, hoffentlich gefällt dir dieses Let's Play und dementsprechend auch diese Folge. Eigentlich andersrum, also erst die Folge und dann das Let's Play, aber gut. So, pass auf, ich mache erstmal den hier. In der letzten Folge haben wir ja so ein bisschen das Lager für die Fischer gemacht. Was wir auf jeden Fall jetzt brauchen, sind Kisten. Ich guck mal hier, wenn ich jetzt mal Kiste eingebe, was haben wir hier noch? Holzlagerkiste nehme ich mal mit. Zwiebelkiste nehme ich auch mal mit. Monsterkiste, okay, die möchte ich nicht unbedingt mitnehmen. Chest. Ja gut, da hat er jetzt so, ne? Und mal Fichtenholz. Okay, da haben wir das so, da haben wir das so. Ich meine, wir können ja vor Ort auch herstellen, so ist es nicht. Ne, dann machen wir das einfach. Wo renne ich jetzt schon wieder hin? Wir können das ja vor Ort machen. So, Hafen. Oh, es ist dunkel. Wir gehen mal pennen. Hier vor... Nee. Ich möchte es mir gerade ein bisschen einfach machen. Und wie man sieht, wir spielen immer noch ohne Shader, ne? Haben wir ja gesagt. Oder beziehungsweise ich habe das entschieden, einfach so. Hä? Hä? Fischer? Warte mal, ich muss mal kurz... Fischer? Wo kommen denn die NPCs her? Sind die einfach jetzt gespawnt hier? Fischer. Das ist ein normaler Dorfbewohner, oder wie? Aber wo... Wo kommen die denn her? Warte mal kurz. Aber warum hat der denn... Aber was hat er denn jetzt angenommen, dass er... Er geht immer jedes Mal da rein. Ha. Aber wie praktisch. Okay. Ich habe so einen leisen Verdacht, aber anscheinend weiß man das nicht. Da haben wir noch die Erdstraße, die kann auch weg. Warum habe ich die nicht weggemacht? So. Ein Fischer. Naja, mal schauen, wie lange die sich halten. Ne? Ich weiß nicht, ob das die Dorfbewohner von damals waren, die wir ja hier hingesiedelt hatten. Oder versucht hinzusiedeln. Das weiß ich nicht, weil die waren ja ab irgendeinem Zeitpunkt waren die ja weg. Ne, die waren ja AD mit E, sozusagen. So. Ach ja, stimmt, Laternen wollte ich ja auch noch machen. So, pass auf, ich mache jetzt hier so mal ein Zwiebelkistechen hin. Ein bisschen so, ne, das muss ja nur aussehen, ne, das soll jetzt keine richtige Struktur haben. Wir brauchen auf jeden Fall Laternen, da möchte ich auf jeden Fall auch nochmal gucken. Laterne, Sonne, Mond und Sterne, ne. Licht. Oder am besten, warte mal, Fackeln. Wie heißt denn Fackel nochmal? Torch, ne? Torch. So, da möchte ich vielleicht mal ein bisschen schauen. Hier sowas zum Beispiel. Blackstone AI Torch oder All Torch. Schwarzstein. Hatten wir nicht solche mal hergestellt? Ich muss jetzt schon wieder zurück, ne? Ja, pass auf, bevor ich das mache. Ich merke mir das. Aber wir brauchen jetzt erstmal Fichtenholzkisten. Fichtenholzkiste. Ich weiß nicht mehr genau. Hier so auch. Fichtenstamm und Fichtenholzbretter. Das sollten wir hinbekommen. Wir haben hier Fichtenstamm. Wir haben hier Fichtenholzbretter. Dann einmal bitte die Werkbank. So zack, 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 zack. Wir brauchen sowieso ein paar mehr, ne? Ja. Battery is low. Da fängst du gerade die Aufnahme an. Und dann heißt es auf einmal Battery is low. Es ist auch immer so ein Träumchen. Haben wir denn irgendwas noch an Fichtenholz-Sachen überhaupt? Ich steck das Headset gleich an, ne? Nee, haben wir gar nicht mehr. Haben wir ja nicht mehr. Okay. Ja, hier ist es ein bisschen dunkel. Nein. So. Hier wird keinen Sinn machen, weil dann könnten wir das nicht mehr benutzen. So. Dann einmal machen wir mal so einen hier hin.
Ich würde gerne noch ein bisschen so mit Fässern rumspielen. Ne? So, 7 haben wir noch. Und dann hier vielleicht nochmal. So. Ne? So. Ja, 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 ja. Dann einmal Fässer. Das fasse ich ja gar nicht. Mach mal einfach Fass. Ah ne, die hießen anders, ne? Hießen die so Fässer? Ne, wie hießen die nochmal? Barrel, ne? Barrel Dixon. Vielleicht erinnerst du dich an diesen Typen. So Lying, Standing. Holz und Stöcker. Und das wahrscheinlich, genau, das ist wahrscheinlich dasselbe in Grün. Wir brauchen auf jeden Fall Sticks. Haben wir noch welche? Sieht 18 Stück. Ja, es ist, 18 Stück ist ja wirklich ein Träumchen. Haben wir irgendein Holz, das wir einfach verbraten? Ich nehme einfach Fichte, ne? Oder haben wir hier noch irgendein anderen Holz drin? Einen anderen Holz? Ich glaube nicht. Nein, das sieht nicht danach aus. Okay, dann nehmen wir dich mal. Einmal so, wir brauchen ja nicht so viele. Dann machen wir das mal so. Ich weiß gar nicht, macht der nur ein Standing oder macht er direkt zwei? Der macht nur eins. Okay, ich mach mal 4 Stück davon. Können wir das nicht eigentlich dann jetzt so machen? Genau. 1, 2, 3, 4. So. Dann hätten wir das auch. Einfach nur so ein bisschen, ne? Machen wir da eins hin. So. Ja. Hier sieht es noch ein bisschen leer aus. Vielleicht mache ich doch noch ein paar. So. Obwohl, so reicht eigentlich, ne? So müsste es eigentlich reichen. Ja. Was wäre eigentlich, wenn wir sagen, okay, pass auf, wir machen doch die Laternen. Aber wir haben jetzt keine mehr dabei, ne? Das, wo, doch, wir haben Laternen dabei. Wenn wir jetzt sagen, pass auf, wir machen hier eine hin. Wie viel Licht würde das denn spenden? Das muss ja nicht zu krass sein. Ja, und dann vielleicht hier noch eine. Und hier. Ja, das reicht doch, ne? Das sieht doch eigentlich ganz schick aus. Hier würde ich trotzdem die AI-Torches nehmen. Oder man sagt einfach, pass auf. Hier nicht unbedingt, aber dann hier wieder. Hier auch nicht. Und dann hier wieder. Ne? Du kommst auch weg. So. Hiermit bin ich noch nicht so zufrieden. Ich möchte das gerne so ein bisschen abgerundeter haben. Weißt du, wie ich meine? Können wir nicht eigentlich auch... Oh, Musik gerade echt schön. Solche Rampen machen? Weißt du, wie ich meine? Müssten wir eigentlich hinbekommen. Hatten wir, glaube ich, auch schon mal? Fragezeichen. Was ist das denn hier? Framed Invert Double Slope Slab. Das ist so eine schräge tatsächlich. Aber die meine ich gar nicht. Das Problem ist, du kannst die halt schwer... Oder sowas vielleicht? Sowas vielleicht? Da brauchen wir ein Framed Panel. Framed Slope Panel. Dafür brauchen wir Framed Slope und die machen wir so. Okay, pass auf. Erstmal muss ich hier... Ich habe schon wieder so viel Scheiße dabei, ne? Sehe ich gerade. Ja, warte mal, ich muss mal kurz mal ein bisschen was aussortieren. Gut, das nicht unbedingt. Dann nehmen wir mal hier den großen Trashcan. So, nein, das Knochenmehl nicht. Das möchte ich gerne behalten. Aber alles Weitere brauchen wir erstmal nicht. Allgemein, ich hasse das. Wir brauchen jetzt die Framed Panels. Die brauchen wir jetzt gleich. Dann brauchen wir, normale Cubes. Die Frage ist... So, okay, das sollten wir hinbekommen. Wir brauchen ja gar nicht mal so viele. Wir wollen ja nur ein bisschen ausprobieren. Na, zack. Zack, zack, zack. Hä?
Ich mache mal 16 Stück. Mehr kann ich auch gerade gar nicht machen. Dann war das so. Dann war das so. So. Und dann brauchen wir den Wrench, wenn mich nicht alles täuscht. Oder, nee, brauchen wir nicht. Wir können ja so machen, ne? Genau. Ich mach mal erstmal ein. Oh, der. Okay. Ja. Und dann dementsprechend Fichtenholz. Ja, das gefällt mir mega. Pass auf. Kann ich auch eigentlich so machen, ne? Ich mach mal 5 Stück. Aber krass, wie das jetzt auch so anzeigt hier so, ne? Weil hier brauchen wir natürlich ein bisschen mehr. Ich darf mich halt jetzt... Hallo! Nur nicht verbauen. So, zack. Zack. Und zack. Und dann dementsprechend den hier. Was ist, wenn ich jetzt... Warte mal, ich mach den nochmal weg. Wie würde das aussehen, wenn ich jetzt einen Fichtenstamm... Ah, der nimmt das dann so an. Aber den könnte ich nicht umdrehen, weil, ja. Aber macht ja nichts. Ne, das ist ja auch schon richtig so. Das finde ich mega geil. Ja. Vielleicht könnte man auch wirklich noch sagen, dass man noch eine höher geht vielleicht. Mit dem Aufgang. Dass das noch so ein bisschen monumentaler aussieht. Weißt du, wie ich meine? Da bräuchte ich aber noch ein paar. So, ich mach nochmal. Ich mach nochmal 10 Stück. So. Weil wir könnten ja theoretisch dann auch hier weiter hochgehen. Ne? So. Dann wäre das so, 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 so. Schauen wir mal. Ja. Und wenn ich jetzt sage, pass auf, ich möchte dich nicht unbedingt wegmachen, komme ich hier irgendwie so hoch? Warte mal, hallo? So, und dann hier den Jumping Jack. Wenn ich jetzt so noch einen mache? Ja, ich glaube nicht, das ist ein bisschen too much, oder? Obwohl, das geht eigentlich. Ja. Und dann vielleicht noch hier so am Anfang? Ja. Ja, ich finde es mega cool. Okay, wir sollten mal schlafen gehen. Okay. Ich würde tatsächlich da noch gerne die ein oder andere Apfelkiste noch reinpacken. Oder auch so eine, ich weiß nicht, kann man Fischkiste machen? Das wäre natürlich mega cool. Aber die Frage wäre natürlich, was könnte man da jetzt noch reinmachen? Ich will mal kurz mal gucken, sind die jetzt im Bett? Sind tatsächlich im Bett? Aber wo kommen die her? Das ist echt eine gute Frage, wo kommen die her, ne? Also ich weiß nicht, ich habe sie nicht hier irgendwie hin gelotst. Ich schwöre, da gebe ich die Brief und Siegel. Es ist schon eigenartig. Rote Beetekiste, Kiste voll Äpfel. Haben wir hier noch ein paar Äpfel drin? Das Ding ist, die Frage wäre natürlich, wir brauchen ja einen neuen. Ich nehme mal so eine Grapefruit raus. Kann man daraus auch eine Kiste machen? Nein. Schade. Was natürlich gut wäre, wären Kartoffeln. Habe ich hier überhaupt einen richtigen Händler? Eigentlich schon. Obwohl, hier gibt's Obst, da gibt's Fisch, hier gibt's Fleisch. Doch, ich bin schon beim richtigen Händler. Ach, guck mal hier. Kiste voll Äpfel, da nehme ich mal 2 raus. Nee, Kartoffeln verkauft er gar nicht, ne? Nee, Kartoffeln hat er gar nicht dabei. Ich würde echt gerne nochmal
So, das muss ich erstmal hier wieder. Ich schmeiß erstmal das hier alles rein. Das brauchen wir erstmal nicht. Zack, zack. Die Schuhe brauche ich auch erstmal nicht, ne? Ich lasse aber mal im Inventar. Müsste ich nochmal zurück? Obwohl, bevor ich da jetzt hinlaufe. Erstmal zur Heimat. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge. Wir sind schon wieder am Folgenende. Alles klar, dann würde ich sagen, bis dann. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Und wir sehen uns. Tschüss.